Sehr geehrter Herr Dr. Bördeler, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Stellvertretend für Herrn Staatssekretär Machnik, der leider erkrankt ist. Sehr schön, dass Sie da sind, weil hier steht's: gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages ist die Initiative D21. Sie sind herzlich willkommen. Sehr herzlich willkommen ebenso alle Netzwerkpartner und Partnerinnen der Initiative D21, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und last but not least, geschätzte Online-Community, wir freuen uns sehr, dass wir heute den Talk walken, dass wir sozusagen das tun, was wir sagen, dass wir uns mit Ihnen und euch digital vernetzen, und wir wollen euch und Sie in diese Diskussion heute mit integrieren auf sehr vielfache Weise. Die Twitter-Meldungen werden hoffentlich, ich will nicht nur sagen, glänzen und britzeln, und wir werden viel Energie nicht nur im Raum hier haben, sondern auch da draußen. Sie alle herzlich willkommen zum Fachkongress Digitale Gesellschaft. Was ist unser heute gemeinsames Tun? Es geht um nichts weniger als ein jährliches Lagebild der digitalen Gesellschaft zu zeichnen. Und ich darf eins schon sagen, weil ich diverse Keynote-Speaker heute und Panelisten schon erlebt habe: ich glaube, es werden knackige Vorträge werden. Wir haben das TED-Format nicht als Format heute, aber wir werden sozusagen im Geiste auch eines TED-Formats und einer TED-Konferenz, glaube ich, Inhalte hier mit Ihnen teilen, und wir wollen Sie unbedingt beteiligen in vielfacher Form. Lassen Sie mich das ganz kurz sagen: auf der einen Seite durch Ihre Tweets, der Twitter-Account, Hashtag D21DG ist für Sie alle jetzt offen, auch da draußen. Wir haben Sabrina, wo ist Sabrina, hochgeschätzt, die uns zwischendurch geklusterte Tweets hier nach vorne gibt, um zu gucken, welche Debatten werden draußen geführt, aber eben auch hier drin, dass alles wollen wir miteinander vernetzen. Was werden wir heute versuchen? Es geht zweierlei darum, es wird Herr Reuss auch gleich noch ausführen, die Studien, die in diesem Jahr entstanden sind und die wirklich druckfrisch heute der Öffentlichkeit vorgestellt werden, heute ist wirklich der Stichtag, mit Ihnen zu teilen und die wichtigsten Erkenntnisse daraus mit Ihnen zu debattieren. Es sind insgesamt sage und schreibe 102 Seiten. Ich habe sie alle zur Kenntnis genommen, und ich freue mich, dass wir nachher ein Derivat dessen bekommen in einem auch sehr kurzen, destillierten Vortrag von 20 Minuten. Lassen Sie mich noch ganz kurz, ich will jetzt keine Eule nach Athen tragen, aber ganz kurz sagen, wer die Initiative D21 ist, für alle, die heute vielleicht dann doch zum ersten Mal da sind. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um die Veränderungsprozesse in unserer digitalisierten Gesellschaft kümmert, und es geht um Beratung und es geht um die Diskussion mit der interessierten Öffentlichkeit und mit der Politik. Ich freue mich sehr, dass Sie mir das Vertrauen übertragen haben, Sie heute durch den Tag zu führen. Mein Name ist Andrea Thiele, ich bin Journalistin, ich verfüge mein Smartphone, ich habe mich dankenswerterweise digital vorbereiten können, und das ist vielleicht auch ganz interessant: ich habe zwei Töchter als alleinerziehende Mutter von 13 und 15. Und wenn ich meinen Kindern sage, bitte jetzt mal das Handy zur Seite legen, dann sagen sie: Mami, du schneidest mich von meiner Welt ab. Also insofern, das ist mein Hintergrund, mit dem ich heute hier stehe. Und jetzt möchte ich gleich, ich habe es vorhin gesagt, let's walk the talk, Sie ganz kurz fragen, das ist der erste Mitbestimmungsmoment. Haben Sie alle, wenn Sie es jetzt noch nicht getan haben, seien Sie so lieb, Sie auch da draußen, laden Sie jetzt bitte einen QR-Code-Scanner runter, kostenfrei, im Google Store oder im App Store, seien Sie so lieb, und seien Sie dann so nett und sehen Sie es gerade, es kommt gleich die Frage, die wir stellen wollen. Ich gebe Ihnen jetzt mal kurz eine Minute Zeit, um das zu machen. Das WLAN ist nicht sehr ausgiebig, da könnte man noch was machen. Es ist nicht ganz dick, aber ich hoffe, es hilft uns, um Sie alle zu beteiligen. Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie den QR-Code alle runtergeladen haben. Sie finden das auf Ihren Stühlen, den QR-Code-Kenner finden Sie auch kostenfrei über ScanMe. Und scannen Sie bitte den Barcode, der sich auf der Rückseite dieses Zettels auf Ihren Stühlen befindet. Und dann werden Sie weitergeleitet zur Umfrage, um die es jetzt geht. Oder wiederum zur Eingabe von d21.votility.de. Und Sie sehen gleich eine Fragestellung, die als erstes ermitteln möchte: wer sind Sie? Welcher Berufsgruppe fühlen Sie sich zugehörig? Das fragen wir genauso da draußen. Sie sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Sind Sie soweit ungefähr? Wem ist noch nicht gelungen, den QR-Code zu scannen und den Scanner runterzuladen? Trauen Sie sich. Wir wollen Sie alle mitnehmen. Bitte? Ja. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Also, zu welcher Berufsgruppe fühlen Sie sich zugehörig? Mitarbeiter aus der Digitalwirtschaft, herzlich willkommen. In Realzeit, wir sind bei knapp 30% Mitarbeiter aus der Wirtschaft. Das Mitarbeiterinnen, denken Sie sich bitte mit. Da geht noch was. 25%, beide fast ein Viertel, Unternehmer und Unternehmerinnen, ein Zehntel, Politik, immerhin 3,4% vertreten. Haben wir eine Sitzungswoche? Nein. Verwaltung, 11,3%, Lehrerinnen, 1,6%. Sehr interessant.
dass wir, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen im Raum sind, wie viele draußen, wir werden nachher sehr viel über Bildung sprechen. Schüler und Studierende, 16,4%. Schön, dass wir Sie beteiligen dürfen und Sie sich beteiligt fühlen an diesem Prozess. Und sonstige, 14,3%. Also auch alle Freiberufler und Freiberuflerinnen ganz herzlich willkommen. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle für einen Moment verschwinden von der Bühne und das Wort abgeben an Olaf Reuß. Er ist Mitglied des Präsidiums der Initiative D21 und wird Sie jetzt begrüßen und danach direkt an Dr. Gördela eben in Vertretung für den Staatssekretär überleiten. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Thilo. Den ersten Test haben wir alle bestanden. Insofern können wir starten. Sehr geehrter Herr Dr. Gördela, liebe Frau Müller, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Es ist nun bald 10 Jahre her, dass das Smartphone seinen Siegeszug antrat und damit unseren Alltag revolutionierte. Das Smartphone ist dabei der beste Beweis, dass Digitalisierung weder aufgezwungen noch aufhaltbar ist. Ein Großteil der Gesellschaft nutzt die ganze Welt des Wissens, den jederzeit möglichen Austausch mit Freunden und Verwandten und andere hilfreiche Anwendungen in Form eines Smartphones ganz freiwillig. Und warum? Weil es so wunderbar nützlich ist natürlich. Dieses Hosentaschenprinzip, wie ich es mal nennen will, wird nun auch noch durch am Körper tragbare Kleinkomputer, die sogenannten Wearables, ergänzt. Und das zeigt sehr eindrucksvoll, dass es mit der Digitalisierung immer schneller vorangeht und es auch immer komplexer wird. Gestern waren wir noch alle verblüfft. Sie werden sich erinnern, dass es eine App gab, mit der wir eine Taschenlampe am Telefon anmachen konnten. Und heute sprechen wir über autonomes Fahren und andere Lösungen des täglichen Alltags. Was ist die Folge? Unsere Gesellschaft braucht dringend die notwendigen Fähigkeiten, um sich in dieser Welt selbstbestimmt bewegen zu können. Deswegen steht der heutige Fachkongress auch im Zeichen der Frage, wie wir Digitalkompetenzen in Deutschland fördern können. Ich darf Sie nochmal sehr herzlich zum heutigen 3. Fachkongress Digitale Gesellschaft begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich sehe insbesondere 2 Zahnräder, die in Deutschland nun ineinander greifen sollten. Das erste, die Generationen, die bereits mitten im Leben und im Berufsleben stehen, benötigen heute nicht nur Digitalkompetenzen im Job, sondern zunehmend auch bei den täglichen Dingen des Lebens. Und das zweite Zahnrad, für Digitalkompetenzen ist die elementarste Institution, um unsere Gesellschaft fit für die geschehenden Prozesse zu machen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die Schulbildung. Mit der Initiative D21, für die ich hier heute sprechen darf, unterstützen wir als gemeinnütziger Verein diesen Veränderungsprozess hin zu einer digitalisierten Gesellschaft. Und es ist sehr schön, dass wir dies nicht allein tun müssen, sondern wertvolle Mitstreiter an unserer Seite wissen. Nicht zuletzt das Bundeswirtschaftsministerium. Und ich möchte an der Stelle, auch wenn er nicht da ist, Herrn Staatssekretär Machnig für seinen persönlichen Einsatz und die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten bei diesem Thema sehr herzlich danken. Auch Ihnen, Herrn Dr. Gördela, und nicht zuletzt auch Herrn Käseberg und seinem Team für die vielen Gespräche und nicht zuletzt auch die Förderung, die das Bundeswirtschaftsministerium unserer Arbeit als D21 in dem Bereich zuteilwerden lässt. Ein herzlicher Dank natürlich auch den vielen Partnern und Sponsoren und Mitgliedern. Wir haben uns gerade draußen getroffen und das auch dokumentiert. Mit Ihnen ist es wieder möglich geworden, heute 2 Studien zu präsentieren. Die erste Studie, quasi unser Klassiker, das Lagebild der digitalen Gesellschaft, unser D21 Digitalindex. Und das zweite in diesem Jahr ganz neu zum Thema Bildung, ein Lagebild zur digitalen Bildung. Die Sonderstudie heißt Schule digital, Lehrwelt, Lernwelt, Lebenswelt, digitale Bildung im Dreieck Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte. Das musste ich leider kurz ablesen, langer Titel, aber sehr gute Studie, Sie finden sie draußen. Durch die Schwerpunktsetzung von Digitaler Agenda 2016 und IT-Gipfel, der in wenigen Stunden, kann man sagen, in Saarbrücken starten wird, ist es in diesem Jahr gelungen, das Thema gemeinsam zu betrachten und diesem Thema besondere Energie zu verleihen. Wir hoffen, dass es diesmal auch gelingen wird, handfeste Ergebnisse zu produzieren, denn wir wissen, zeitgemäße Schulbildung ist das A und O für eine Gesellschaft, die nicht rückwärtsgewandt und für die Zukunft vorbereitet ist. Mit dem heutigen Fachkongress soll die gesellschaftliche Debatte zur digitalen Transformation gezielt neue Impulse erhalten.
Wir wollen mit Ihnen die aktuell relevanten Fragen herausarbeiten und für die großen Zusammenhänge nachhaltig sensibilisieren. Ich freue mich heute auf ausgewiesene Expertinnen und Experten, die uns sicher wichtige Denkimpulse in dieser Debatte liefern werden. Ich hoffe zudem, dass es gelingt, Orientierungspunkte im dynamischen Prozess der digitalen Transformation setzen zu können, um die Debatte in Deutschland, nicht zuletzt auch als Initiative D21, bewusst und positiv mitgestalten zu können. Mir bleibt Ihnen einen aufschlussreichen Kongress zu wünschen, heiße Sie nochmals sehr herzlich willkommen und freue mich, Herr Dr. Gördeler, dass Sie nun mit Ihrer Keynote den Kongressteil des Kongresses hier einleiten werden. Ich darf Sie auf die Bühne bitten und ich wünsche Ihnen allen einen aufschlussreichen Tag, gute Gespräche und twittern Sie viel. Sie sind aber jetzt vorbereitet. Also insofern herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Danke. Ja, meine Damen und Herren, leider ist, Sie haben es ja gehört, Herr Staatssekretär Machnik erkrankt und insofern müssen Sie heute mit mir vorlieb nehmen. Ich darf Ihnen aber versichern, dass er gerne gekommen wäre. Seine Stimme hat es nicht zugelassen und er lässt beste Grüße ausrichten. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Müller, lieber Herr Wolf und lieber Herr Reuß, wir arbeiten ja seit vielen Jahren eng zusammen. Soll an dieser Stelle auch mal hervorgehoben werden, dass wir hier, glaube ich, auf eine ganze Tradition schon zurückblicken kann. Ich erinnere mich noch an die Anfänge auch von D21, wo das Internet sich noch so verbreitet hat und Herr Staudt immer mit Stolz gesagt hat, noch ist eine Stadt in der Größenordnung von Karlsruhe jetzt im Internet, während wir sozusagen den Kongress hatten. Ja, nun sind wir eine ganze Ecke fortgeschritten und der Kongress heute zur digitalen Gesellschaft, Impulse für die Gestaltung der digitalen Information, ist wunderbar platziert, denn besser geht es gar nicht so kurz vor dem IT-Gipfel. Und deswegen erlauben Sie mir am Anfang, das, was Frau Thilo schon angefangen hat, so etwas interaktiv zu werden, mal kurz fortzusetzen. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wer von Ihnen hat alle ein Smartphone? Ich glaube, wer hat denn keins, frage ich mal. Da gibt es gar keinen. Also ich sage Ihnen mal den Indexwert. Einer. Der Indexwert ist 66%. Und dann wollte ich mal wissen, wer kann den Begriff Industrie 4.0, wer traut sich das zu, den zu erklären? Das sind jetzt weniger, aber ich würde sagen, es sind mehr als die 15%, die aus dem Index herauskamen. Und die letzte Frage, wer beherrscht eine Programmiersprache oder hat sie mal beherrscht, wer hat damit mal gearbeitet? Ja, das ist doch sehr beträchtlich, das ist auf jeden Fall deutlich mehr als die 8%, die wir im Index haben. Also ich darf Sie erstmal alle beglückwünschen, Sie sind ein weit überdurchschnittlich kompetentes Publikum und um das Thema Digitalkompetenz geht es ja heute. Meine Damen und Herren, das sind nur einige Zahlen, die uns der D21 Digitalindex jährlich liefert und es sind wichtige Zahlen für uns. Durch den Index bekommen wir nämlich ein gutes Bild davon, wie hoch der Digitalisierungsgrad in Deutschland ist und was die Digitalisierung für die Menschen konkret im Alltag bedeutet. Und das ist eine wirklich wichtige empirische Basis für alle, die mit der Digitalisierung zu tun haben und Entscheidungen treffen müssen. Das ist ja nicht nur die Politik, das ist in erster Linie sind es ja die Unternehmen, aber es betrifft natürlich auch die Ausbildung, die Schulen, die Gestaltung von Lehrplänen. Der Digitalindex zeigt, dass die Digitalisierung in der Gesellschaft angekommen ist. Denn wir können feststellen, dass immerhin knapp 80% der Bevölkerung mittlerweile online sind. Der Zugang zu digitalen Angeboten hat sich weiter verbessert. Die Nutzung wird immer vielfältiger. Die Leute gehen mit immer mehr Geräten ins Internet und nutzen dort immer mehr verschiedene Dienste. Und das, was wir für die Bevölkerung feststellen, sehen wir auch in den Unternehmen. Laut Bitkom ist es so, dass die Wirtschaft sich auch immer mehr mit dem Thema Digitalisierung befassen muss. 3/4 aller Unternehmen, und das sind Unternehmen aller Branchen, sagen im Moment, haben angegeben, dass die Digitalisierung eines ihrer Top-Themen ist.
und zwei Drittel sogar spricht von veränderten Geschäftsmodellen und jedes zweite spricht davon, dass neue Konkurrenten aus dem Digitalbereich, also aus einer branchenfremden Umgebung, hier in das Geschäft eintreten. Also wir haben eine vielfältige Veränderung, die durch die Digitalisierung angefangen hat. Die mobile Internetnutzung ist, ich hatte es ja schon gesagt, auf knapp 60% gestiegen, korrespondierend mit einem Anstieg der Smartphone-Nutzung auf 66%. Fast 2 von 3 Bürgern surfen also mittlerweile mobil. Und schön ist hier, dass diese Zahl bei Frauen und Männern identisch ist. Die Frauen haben also im Vergleich zu früheren Indexbetrachtungen deutlich aufgeholt. Und was machen die im Internet? Online-Dienstleistungen wie zum Beispiel Reisen buchen oder Lieferdienste bestellen nutzt mittlerweile bereits jeder Dritte. Deutlich mehr als im Jahr zuvor, da waren es 19%, jetzt sind es 36%. Und es ist nicht nur Amazon, es ist eben auch Zalando, es ist eben auch sowas wie myhammer.de. Auch On-Demand- und Streaming-Dienste. Und hier haben wir auch nicht nur Amazon, wir haben auch Spotify, wir haben Maxdome, stehen immer mehr im Kurs und werden von mittlerweile von mehr als jedem vierten 26% genutzt. Und das ist ein Anstieg um 9 Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Jahr. Gleichzeitig zeigt der Digitalindex auch, dass wir bei der Offenheit und der Kompetenz, also der Aufgeschlossenheit für die digitalen Technologien und Dienste nur stockend Fortschritte machen. Die Indexwerte für Offenheit und Kompetenz bei der Nutzung digitaler Dienste sind im Vergleich zum letzten Jahr sogar gesunken, leicht allerdings nur. Man kann immerhin sagen, dass 43%, also 30 Millionen Menschen in Deutschland mit der Entwicklung weitgehend Schritt halten. Davon sind 21 Millionen sogenannte Vorreiter. Nicht wenige Menschen haben aber dennoch das Gefühl, mit der immer schneller voranschreitenden technologischen Entwicklung nicht ganz Schritt halten zu können. Und das zeigt, meine Damen und Herren, ein grundlegendes Problem. Die Frage der Bildung steht immer noch im Schatten der technischen und rechtlichen Dimensionen der Digitalisierung. Im letzten Jahr haben wir hier auf das Hardware-Problem des Breitbandausbaus hingewiesen und auch dort Fortschritte angemahnt. Wir haben ja selbst als BMWi im März diesen Jahres zur CeBIT unsere Digitalstrategie herausgegeben und da haben wir uns auch das Ziel gesetzt, eben in die Gigabit-Gesellschaft demnächst auch einzutreten und die entsprechenden Voraussetzungen in der Breitbandigkeit zu schaffen. Wir kommen voran, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Gleichwohl brauchen wir auch ein breiteres Bewusstsein dafür, dass es mit digitaler Infrastruktur bei weitem nicht getan ist. Wir brauchen sozusagen auch auf der Softwareseite in der Breite der Gesellschaft und besonders bei den jungen Menschen eine höhere digitale Kompetenz. Und hier ist, glaube ich, der Umgang mit den neuen Technologien, aber auch mit IT-Sicherheit, mit diesen Fragen und bis hin zur Programmierung gefragt. Und die verbreiteten Sorgen vor einem Verlust der Selbstbestimmtheit, etwa weil ich mich auf Apps und Algorithmen verlassen, ohne sie zu durchschauen, das gehört auch ins Bild. Ebenso gibt es die Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes an Roboter. Das ist nicht nur ein Problem des Arbeitsmarktes und des Fachkräftemangels. Es stimmt, Berufe werden sich verändern. Arbeit wird neu definiert, aber wenn Teile der Bevölkerung Anschluss an diesen Fortschritt verlieren, ist das auch ein gesellschaftliches Problem. Sorgen macht uns insbesondere auch die mit 28% durchaus beachtliche Gruppe von Menschen, die von den Trends der Digitalisierung unerreicht bleiben und neue Technologien überhaupt nicht nutzen. Das sind sozusagen die digital abseits Stehenden. Wir müssen durch niedrigschwellige Angebote versuchen, auch diesem Personenkreis den Anschluss an die digitalisierte Welt zu ermöglichen, wenn sie es wollen. Im Kern, und das ist, glaube ich, wichtig, ist die Bildung auch in Zeiten der Digitalisierung, die der Schlüssel ist zu einem selbstbestimmten Leben. Sie bietet Kompetenz und Orientierung in der digitalen Welt. Besserer Zugang und vielfältigere Nutzung können uns nicht zufriedenstellen, wenn nicht auch Kompetenz und Offenheit, Aufgeschlossenheit für die Technologien und Dienste in gleichem Maße mitwachsen.
Digitale Kompetenz wird zum Schlüsselthema. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass wir schon auf dem letzten nationalen IT-Gipfel vor einem Jahr verkündet haben, den diesjährigen IT-Gipfel in Saarbrücken dem Schwerpunkt digitale Bildung zu widmen. Wir haben uns also in den zurückliegenden 12 Monaten intensive Gedanken gemacht, wie wir unsere Bildungslandschaft auf das Niveau 4.0 bringen können, wie auch die Länder im Rahmen der Kultusministerkonferenz, was wir ausdrücklich begrüßen. Wir arbeiten hier auch zusammen. Ein Ergebnis unserer Gedanken ist das Papier Digitale Bildung, der Schlüssel zu einer Welt im Wandel, was die Positionen und Maßnahmen unseres Hauses, also des BMWI, im Bereich digitale Bildung bündelt. Und wir wollen es zum IT-Gipfel herausbringen. Darin sind auch, und da ist jetzt wieder wichtig, das, was wir heute hier besprechen, die Erkenntnisse der Sonderstudie Schule Digital, die sind hier natürlich eingeflossen, die uns heute im Einzelnen vorgestellt werden. Übrigens wurden hier erstmals gemeinsam Schüler, Eltern und Lehrkräfte zur digitalen Infrastruktur und zur digitalen Kompetenz befragt. Und es zeigt sich hier eines deutlich. Wenn man sich die Zahlen anschaut, da muss man feststellen, dass unser Bildungssystem noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen ist. Es gibt an nicht wenigen Stellen der Bildungskette Reform- und Investitionsbedarf. Was im Privaten heute oft schon gang und gäbe ist, soziale Netzwerke, Messenger-Dienste, Streaming, Cloud-Nutzung, ist im Beruf vor allem für Lehrer noch nicht voll angekommen. Wenn wir zum Beispiel auf die Bildung in den Schulen blicken, müssen wir feststellen, unsere Schulen sind für den digitalen Wandel nicht entsprechend ausgestattet. Wie auch? Laut KfW gibt es an deutschen Schulen einen Investitionsstau von 34 Milliarden Euro. Jede zweite Schule ist sanierungsbedürftig und das sieht man in Berlin besonders deutlich. Zudem mangelt es vielen Lehrerinnen und Lehrern an IT-Kenntnissen, zum Beispiel wegen fehlender Fortbildung. Ein Computerraum, meine Damen und Herren, macht noch keine digitale Bildung. In der Sonderstudie haben fast 2/3 der Lehrer geäußert, rund 62%, dass einer der Haupthürden bei der Umsetzung digitaler Bildung fehlende IT-Kenntnisse sind. Neben mangelnder Geräteausstattung, langsamem Internet und rechtlicher Unsicherheit. Also, to train the teachers, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die wir mitnehmen müssen. Gehen wir in der Bildungskette weiter, wird es nicht unbedingt besser. Laut Bertelsmann Stiftung haben 40% der Berufsschulen nicht einmal WLAN. Bund und Länder müssen daher im Bildungsbereich noch stärker als bisher kooperieren. Mit der Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzbeziehungen haben Bund und Länder den Weg für diese engere Kooperation freigemacht. Das Kooperationsverbot laut Verfassung ja vorliegt, wird gelockert. Unser Ziel ist, mit Investitionen in die Bildungsinfrastruktur allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen besser auszustatten. Und Bundesminister Sigmar Gabriel hat dazu schon eine umfassende Ausstattungsinitiative für Berufsschulen angekündigt, gerade mit Blick auf 4.0-Technologie. Diese soll möglichst schon im nächsten Jahr starten. Wir brauchen eine systematische Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen des Bildungssystems. Von der Schule, da werden Sie auch auf dem IT-Gipfel sehen, dass wir uns da auch was überlegt haben, etwas für Drittklässler schon, damit sie auch ans Programmieren kommen, über Ausbildung und Studium bis hin zur beruflichen Weiterbildung. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Schluss diesen schönen Spruch zitieren von Lao Tzu: Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Ich glaube, das ist das, was wir uns vornehmen müssen. Und am Ende möchte ich gerne, und das mache ich sehr gerne, D21 danken für die außerordentlich gute Zusammenarbeit und auch all den Partnern, die Sie ja hier alle finden, die hier mitgewirkt haben, die ihren Beitrag geleistet haben und nicht zuletzt auch meine Mitarbeiter, die hier auch, Herr Käseberg, Frau Kessler-Grobe und Herr Börnsen, die hier auch tatkräftig mitgeholfen haben, damit wir heute hier diese Studien und die Ergebnisse vorstellen können. Und so hoffe ich denn, dass der heutige Fachkongress uns bei der einen oder anderen Frage voranbringt. Und am Ende danke ich für die analoge Aufmerksamkeit. Warten Sie. Danke Ihnen sehr, Dr. Gördeler. Ganz kurze Frage, nicht abgesprochen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was wird nach dem IT-Gipfel ab übermorgen anders sein als vorher?
Ja, ich denke, das fängt mit der, in der Bildung, werden wir weiterkommen. Ich glaube, da wird, dadurch, dass wir da was vorstellen, auch für die Schulen zum Programmieren, ich nehme es mal vorweg, das heißt Calliope Mini, das ist so ein kleines Gerät, mit dem man in den Schulen anfangen kann, auch zu programmieren. Das fängt bei Drittklässlern an, das Saarland möchte das gerne aufgreifen. Das ist zum Beispiel eine deutliche Änderung, die sofort danach greifen wird. Man sieht das Strahlen in Ihrem Gesicht. Vielen herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte und diese Perlenkette an Steilvorlagen. Also ich meine, was soll ich sagen, damit könnte man eine Kongresswoche bestreiten. Wir kondensieren das auf einen Tag. Vielen herzlichen Dank.